Der Blutegel und der Hirsch. Es war einmal ein Hirsch. Er hatte soeben seinen schnellen Lauf beendet und sich ermattet unter einem Waringinbaum mitten auf einer Wiese niedergelegt. Plötzlich sah er einen Blutegel unter ständigen Verneigungen an seinem Grashalm entlanggehen. Immer wieder blieb der Blutegel stehen, hob seinen Kopf so hoch er konnte und starrte hierhin und dorthin, als ob er nach einem Weg oder Platz zum Springen Ausschau halte. Dann verbeugte er sich wieder 3-4 Mal und starrte lange hierhin und dorthin. Der Hirsch lachte innerlich, als er sah, wie der Blutegel sich fortbewegte, und sagte: »Hallo, Freund, warum schaust du dich immer, wenn du dich fortbewegst, 3-4 Mal um? Wann wirst du am Soputanberg angelangt sein?« Der Blutegel sah den Hirsch an und sagte: »Freund, so ist nun einmal meine Art zu gehen, aber was ihr da gesagt habt, wann ich am Soputanberg angelangt sein werde, ist eine Beleidigung. Offensichtlich glaubt ihr, ich kann nicht schnell gehen. Ich bin kein Prahler, wer aber in dieser Welt zu laufen versteht, mit dem möchte ich mich messen.« Der Hirsch lachte schallend, als er die Worte des Blutegels hörte. Er sagte: »Messen? Verzeiht, Herr, wenn ihr mich herausfordern wollt, gebe ich euch 3-4 Tage Vorsprung und werde euch dann erst verfolgen.« »Schwätz nicht, lasst es uns versuchen«, forderte ihn der Blutegel heraus. »Es ist nicht nötig, dass ihr mir einen Vorsprung gebt, wir werden gemeinsam aufbrechen. Wagt ihr es?« Der Hirsch wurde immer erstaunter, als er die Herausforderung des Blutegels hörte. Dann sagte er: »Wie sollen wir uns messen, wenn ich euch im Wettkampf nicht sehe?« »Oh, das ist einfach. Ruft jedes Mal meinen Namen. Wenn ich nicht antworte, bin ich von euch zurückgelassen worden. Wenn ich aber antworte, hört nicht auf zu laufen. Dies ist das Zeichen, dass ich noch nicht besiegt bin. Aber gebt nur Acht, dass ihr am Ende nicht von mir zurückgelassen werdet«, spottete der Blutegel. Der Hirsch wurde zornig, als er die Worte des Blutegels hörte. Er überlegte nicht mehr lange. Nun wollte er den prahlerischen Blutegel zeigen, wer er war. Er reckte seinen Kopf ganz hoch empor, rief: »Kommt, lasst uns jetzt anfangen. 1, 2, 3. Und sprang los, als wolle er über Gras, Gestrüpp und Büsche fliegen, Berge hinauf und Berge hinunter. Nachdem er 2 Berge hinter sich gelassen hatte, rief er: »Blutegel!« »Hier, Freund«, antwortete der Blutegel. »Hei, er ist wirklich schnell«, sagte der Hirsch mit Erstaunen. Er lief wie im Flug weiter und durchdrang Gebüsche und Sträucher. Nachdem er noch 2 Berge hinter sich gelassen hatte, rief er wieder: »Blutegel! Hier, Freund«, rief der Blutegel. Der Hirsch lief weiter. Am Fuß des Soputanberges angekommen, rief er wieder: »Blutegel, hier«, hörte er ganz nahe den Blutegel antworten. Als er die Stimme hörte, warf sich der Hirsch auf den Boden. Vor Erschöpfung konnte er fast nicht mehr atmen. »Na, wie steht es, Freund?«, sprach der Blutegel, wobei er seinen Kopf hochreckte. Der Hirsch antwortete nicht. Mit geschlossenen Augen und fliegendem Atem lag er da. Offensichtlich war er sehr erschöpft. »Freund«, sagte der Blutegel, »das zeigt, dass man kleine Leute nicht herabsetzen und Schwächere nicht verächtlich ansehen soll. Man soll nie glauben, dass kleine Leute auch einen kleinen Verstand haben. Die Zahl der Kleinen mit großem Verstand und der Schwachen mit einem großen Listenreichtum ist nicht kleiner. Ihr kennt ja den kleinen Zwerghirsch, der mit Hilfe seines Verstandes den Elefanten und den wilden Tiger zu besiegen vermag.« »Verzeiht, Freund«, sagte der Hirsch, »jetzt weiß ich, dass der Verstand noch mehr nützt. Ich habe mich halb umgebracht, um euch zu besiegen, aber...«
Aber wir sind gemeinsam am Fuß des Sobotanberges angekommen. Wahr, wahr. Na, doch nur durch eine List, Freund. Die List, die er gebraucht hatte, um den Hirsch zu besiegen, wollte der Blutegel aber nicht erzählen, und so erfuhr sie der Hirsch auch nicht. Tatsächlich hatte der Blutegel dem Hirsch angesprungen und sich an seinem Hinterbacken festgesaugt, bevor der im Wettkampf davongesprungen war. So konnte er jedes Mal antworten, wenn der Hirsch seinen Namen rief. Und damit hatte er einen doppelten Erfolg errungen. Er hatte im Wettkampf gesiegt und seinen Bauch gefüllt.